Und insofern fangen Verschwörungstheoretiker immer hinten an. Die fragen, wem nützt das? Cui bono? Identifizieren so die Schuldigen und stricken dann die Indizienkette rückwärts. Und da wird alles passend gemacht, was sich irgendwie passend machen lässt, und alles ignoriert, was nicht ins Bild passt. Was habe ich vor mit Ihnen in den nächsten 45 Minuten? Der Titel ist ein bisschen eine Mogelpackung. Es wird nicht nur um Corona gehen und es wird auch nicht nur um die Frage gehen, was kann man denn tun, sondern es wird sehr allgemein auch um das Thema Verschwörungstheorien gehen. Letztendlich besteht der Vortrag eigentlich aus zwei Teilen. Also zum einen geht es erstmal darum, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Warum bevorzuge ich und Gott sei Dank die meisten anderen hier auch den Begriff Verschwörungstheorie und nicht Verschwörungsmythos oder sonst irgendetwas? Warum glauben Menschen daran? Warum verbreiten Menschen sowas? Wer ist besonders empfänglich dafür? Und dann komme ich danach dann zu der Frage, was für Verschwörungstheorien zu Corona gibt es eigentlich? Wo kommen die her? Wie gefährlich sind diese Verschwörungstheorien? Und dann zur Gretchenfrage, die aber im Grunde in dem Abstract, das gerade verlesen wurde, schon beantwortet wurde. Nehmen Verschwörungstheorien in der Corona-Krise wirklich zu? Kurze Antwort, nein, tun sie nicht. Ich werde aber erklären, warum es uns anders vorkommt. Und ich werde auch erklären, warum es uns so vorkommen wird, als würden sie danach abnehmen. Da habe ich ein paar Zahlen aus Deutschland, ich habe auch ein paar Zahlen aus Österreich. Da gibt es nicht ganz so viele belastbare, aber ich habe dann doch was. Und abschließend werde ich dann darüber sprechen, was kann man denn tun, um dafür zu sorgen, dass vielleicht dann doch irgendwie weniger Menschen mittelfristig an Verschwörungstheorien glauben. Und dann kommt Gerald ins Spiel und wird seine Perspektive hier einspeisen. Und dann haben wir Zeit, uns zu unterhalten, was ich dann nur machen werde, wenn mir dann jemand ein Bier bringt. Aber das kündige ich jetzt schon mal an, aber ich bin sicher, das lässt sich einrichten. So, legen wir los. Also, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Es ist wichtig, das möglichst genau zu definieren, weil der Begriff natürlich eine Keule ist. Wenn ich sage, du bist doch Verschwörungstheoretiker oder das ist eine Verschwörungstheorie, dann heißt es, damit muss ich mich nicht auseinandersetzen, das ist eh alles von Grund auf falsch, und im schlimmsten Fall heißt es, du hast doch mächtig einen an der Waffel, bist paranoid oder sonst irgendwas. Und leider Gottes wird der Begriff im öffentlichen Diskurs manchmal sehr undifferenziert benutzt. Da werden nämlich Dinge als Verschwörungstheorie bezeichnet, die eigentlich gar keine Verschwörungstheorien sind im Sinne der Wissenschaft. Und gleichzeitig gibt es auch immer wieder Gedankengebäude, die der Bezeichnung Verschwörungstheorie entkommen, zumindest für eine Zeit, obwohl sie eigentlich so genannt werden sollten, insbesondere wenn sie von sehr mächtigen Personen artikuliert werden. Was meine ich, wenn ich Verschwörungstheorie sage? Mit dem amerikanischen Politologen Michael Barkun gesprochen, habe ich da Gedankengebäude im Sinn, die drei Bedingungen erfüllen, beziehungsweise auf drei Grundannahmen basieren. Verschwörungstheorien gehen erstens davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht, dass in anderen Worten alles geplant wurde, und zwar von einer Gruppe von menschlichen Akteuren. Die halten die Strippen in der Hand, nach deren Willen entfalten sich die Ereignisse. Zweitens gehen Verschwörungstheorien davon aus, dass nichts so ist, wie es scheint. Dass man also in anderen Worten immer hinter die Kulissen blicken muss, unter der Oberfläche suchen muss. Dann erkennt man erst, was da wirklich vor sich geht. Denn diese Akteure, die da alles planen und kontrollieren, agieren im Verborgenen. Wenn man mal erkannt hat, was da los ist, dann erkennt man auch drittens, dass alles miteinander verbunden ist. Dass es da Verbindungen gibt zwischen Personen, Institutionen und Ereignissen, die man eigentlich niemals für möglich gehalten hätte und die nur Sinn ergeben, wenn man von einem großen Komplott ausgeht. So gibt es zum Beispiel Verschwörungstheorien zu Corona, die davon ausgehen, dass die 5G-Technologie für die Entstehung des Virus verantwortlich ist. Das heißt, da kommen dann Dinge zusammen, die wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Wenn jetzt analytische Philosophen im Raum sind, dann haben die jetzt vielleicht schon so richtig Magenschmerzen. Denn wenn ein Philosoph alles und nichts hört, dann denkt er auch wirklich alles und nichts. Aber selbst die überzeugtesten Verschwörungstheoretiker würden vermutlich nicht behaupten, dass die Flasche Wasser, die da vor mir auf dem Tisch steht, Teil der großen Verschwörung ist. Und deshalb haben Philosophen Probleme mit dieser Art von Definition. Was man im Grunde sagen muss, ist, wenn Barkun sagt alles und nichts, dann meint er, deutlich weniger, als wir normalerweise annehmen, geschieht durch Zufall oder passiert im Offenen. Und deutlich mehr, als wir normalerweise annehmen, ist miteinander verbunden.
Wo genau dann die Grenze ist, das lässt sich dann natürlich nicht so hundertprozentig immer markieren. Aber letztendlich ist der Hinweis, also ist die Frage cui bono, die Verschwörungstheoretiker stellen, immer ein ganz guter Hinweis. Denn in einer Welt, in der eigentlich nichts durch Zufall geschieht, müssen, das ist die Logik der Verschwörungstheorie, diejenigen, die von einer Sache profitieren oder zumindest in den Augen der Verschwörungstheoretiker profitieren, diejenigen sein, die auch dafür verantwortlich sind. Und insofern fangen Verschwörungstheoretiker immer hinten an. Die fragen, wem nützt das? Cui bono? Identifizieren so die Schuldigen und stricken dann die Indizienkette rückwärts. Und da wird alles passend gemacht, was sich irgendwie passend machen lässt, und alles ignoriert, was nicht ins Bild passt. Und am Ende kommt man daraus, wo man angefangen hat. Die, die man vorher schon als Schuldige identifiziert hatte, sind halt wirklich die Schuldigen. Insofern wird das Ganze zirkulär. Und natürlich ist das dann nicht ergebnisoffen und in dem Sinne nicht wirklich wissenschaftlich. Und insofern kann man durchaus die Frage stellen, sollte man überhaupt von Verschwörungstheorien sprechen oder nicht von Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien, Verschwörungsfantasien, Verschwörungserzählungen, Verschwörungsgedöns oder Verschwörungsunsinn, wie das auch immer wieder passiert. Gar nicht so sehr in Österreich, gar nicht so sehr in der Schweiz, aber in Deutschland. Das haben Sie ja gerade schon gehört. Ich habe 4,5 Jahre lang dieses Projekt Compact geleitet. Comparative Analysis of Conspiracy Theories in Europe. Das war so ein Netzwerkprojekt. Da waren am Ende 160 Forschende aus 40 Ländern beteiligt, 40 europäischen Ländern. In jeder Sprache, die wir in diesem Netzwerk hatten, gibt es eine direkte Entsprechung zu Verschwörungstheorie oder Conspiracy Theory. Nur im deutschsprachigen Raum und vor allem nur in Deutschland wird eine Debatte über diesen Begriff geführt. Historisch, das brauche ich Ihnen als Österreicher nicht sagen, hat sich die Idee, dass die Deutschen so viel klüger sind als alle anderen, nicht immer unbedingt als tragfähig erwiesen. Insofern sollte uns das schon skeptisch machen, wenn alle anderen das anders sehen. Und es gibt gute Gründe, es anders zu sehen, denn wirklich von Verschwörungstheorien zu sprechen. Denn was sind Theorien, wenn wir die analytische Philosophie fragen, diejenigen, die da am ganz genauesten sind? Theorien sind Versuche, Wissen über die Welt zu gewinnen, auf der Grundlage von miteinander verknüpften Annahmen. Sätze, würden die analytischen Philosophen sagen. Und die Grundannahmen der verschwörungstheoretischen Welterklärung habe ich Ihnen ja gerade vorgestellt. Nichts ist, wie es scheint, nichts geschieht durch Zufall, alles ist miteinander verbunden. Ob das sinnvolle Annahmen sind und ob man deshalb akkurates Wissen über die Welt gewinnt, das ist erstmal eine ganz andere Frage. Aber wenn wir von Verschwörungstheorien sprechen, erkennen wir halt zumindest an, dass sowohl diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, als auch diejenigen, die nicht an Verschwörungstheorien glauben, letztendlich irgendwo dasselbe Ziel haben, nämlich die Welt zu verstehen und die Welt zu erklären. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Gräben eh schon so groß werden, da auch Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Und diejenigen, die den Begriff Verschwörungstheorie ablehnen und Alternativen vorschlagen, die wollen meistens die Gräben noch größer machen. Die sagen dann, ihr habt die Mythen, wir haben die Fakten. Ihr habt die Erzählungen, wir haben die Wahrheit. Der Begriff Verschwörungserzählung ist mir eigentlich total sympathisch. Sie haben gerade gehört, ich bin Literaturwissenschaftler. Ich beschäftige mich die ganze Zeit mit Erzählungen. Und Verschwörungstheorien sind irgendwo aus einer anderen Perspektive auch immer Erzählungen, identitätsstiftende Konstrukte. Nur, wir haben aus ganz vielen Disziplinen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt, dass Erzählung ein kognitives Instrument ist. Die Welt kommt vielleicht nicht als Erzählung zu uns, aber wir alle nehmen die Welt über Erzählungen wahr. Wir alle konstruieren Sinn über bestimmte Erzählstrukturen. Und insofern müsste man von Verschwörungserzählungen und Nicht-Verschwörungserzählungen sprechen. Das wird aber nicht gemacht, sondern es wird gesagt, die haben die Erzählungen und hier drüben ist die Wahrheit. Und deshalb habe ich so Bauchschmerzen bei dem Begriff. Übrigens mein letzter Punkt zur Terminologie. Man tut Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, auch nicht unbedingt einen Gefallen, wenn man sie als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Der Begriff ist ein Stigma und die meisten von denen lehnen diesen Begriff ab. Es gibt sogar eine Verschwörungstheorie über den angeblichen Ursprung des Wortes Verschwörungstheorie. Also eigentlich stammt der Begriff aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wird dann von Karl Popper im zweiten Band von Die offene Gesellschaft und ihre Feinde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner modernen Bedeutung geprägt. Viele Verschwörungstheoretikerinnen glauben jetzt aber, dass der Begriff in den 60er Jahren von der CIA erfunden oder zumindest popularisiert worden wäre, um Kritik an der offiziellen Version des Kennedy-Attentats, der Einzeltäterthese, das war nur Lee Harvey Oswald, mundtot zu machen und zu delegitimieren.
ist überhaupt nichts dran, aber hält sich bis heute hartnäckig. Insofern trauen Sie sich, von Verschwörungstheorien zu sprechen. Warum glauben jetzt Menschen, dass Reptiloide in Menschenform die Welt regieren seit Jahrtausenden oder 5G uns Corona gebracht hat oder wir alle impotent und unfruchtbar werden, wenn wir uns impfen lassen und das von langer Hand geplant wurde? Naja, Verschwörungstheorien machen, wie wir schon gesagt haben, die Welt verständlich. Sie erklären die Welt, sie machen Sinnangebote und sie sind besonders attraktiv für Menschen, die schlecht mit Ambivalenz umgehen können, die nach Sicherheit streben und Menschen, die das Gefühl haben, einen Macht- und Kontrollverlust erlitten zu haben. Das, da ist sich die psychologische Forschung sehr einig, ist, das sind die Gruppen vom psychologischen Profil her, die in der westlichen Welt in der Gegenwart besonders empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Warum? Schauen wir uns die Unsicherheit zuerst an. Verschwörungstheorien versprechen immer Eindeutigkeit. Denken Sie an den Beginn der Corona-Pandemie zurück, letztes Frühjahr, eine Zeit der fundamentalen Unsicherheit für uns alle. Lockdown, niemand weiß, wie unser Leben in 3 Tagen, 3 Wochen, 3 Monaten aussieht. Und in dieser Situation, wo die Wissenschaft sich ständig korrigieren muss, weil sie ständig neue Dinge lernt über dieses Virus, die Politik ihre Empfehlungen und Regeln ständig anpassen muss, bieten Verschwörungstheorien Orientierung. Denn wenn so ein verschwörungstheoretisches Narrativ mal etabliert worden ist, das haben wir ja vorhin gehabt, zirkuläre Logik, dann ändert sich da in der Regel nicht mehr so viel dran. Und insofern hat man da einen Fixpunkt, an dem man sich festhalten kann. Und das macht Verschwörungstheorien attraktiv für Menschen, die Probleme haben, uneindeutige Situationen auszuhalten. Ähnlich ist es mit Menschen, die das Gefühl haben, einen Macht- und Kontrollverlust erlitten zu haben. Und da geht es um das Gefühl, das ist das Entscheidende. Das kann berechtigt sein, es muss aber nicht berechtigt sein. Menschen, die den Eindruck haben, mir schwimmen hier die Fälle davon, niemand hört auf mich, ich werde ignoriert, meine Stimme zählt nicht, die erklären sich das nicht nur über den Glauben an Verschwörungstheorien, sondern die gewinnen so auch zu einem gewissen Grade wieder Kontrolle zurück. Denn sie haben dann ja zumindest verstanden, was da vor sich geht. Und das macht Verschwörungstheorien für diese Menschen attraktiv. Gleichzeitig erfüllen Verschwörungstheorien natürlich klassische Sündenbockfunktionen. Die erlauben es, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, die waren's. Und das ist halt ganz befriedigend für die kollektive Identität, aber auch für die individuelle Identität. Sündenböcke gibt es natürlich auch außerhalb von Verschwörungstheorien. In Verschwörungstheorien haben sie die Besonderheit, dass sie immer im Kollektiv auftreten und dass sie erst entlarvt werden müssen, weil sie eben im Verborgenen operieren. Aber wenn man sie dann mal hat, ist das wirklich klasse, aus 2 Gründen. Zum einen entlastet es einen selbst, denn wenn irgendwelche anderen an allem schuld sind, dann muss man sich ja nicht fragen, trage ich irgendeine Verantwortung? Müssen wir als Gruppe irgendetwas an unserem Verhalten ändern? Wenn der Klimawandel nicht menschgemacht ist und das nur eine große Verschwörung ist, dass uns das vorgegaukelt wird, dann kann ich weiterhin jede Woche 3-mal von Stuttgart nach Frankfurt fliegen und mir dann ein SUV mieten, um zurückzufahren und muss kein schlechtes Gewissen haben. Wenn es anders ist, sieht das auch anders aus. Und zum anderen ist es so, dass, und das mag paradox klingen, dieses Identifizieren von Sündenböcken zu einem gewissen Grade auch einen gewissen Optimismus bedingt. Paradox, weil ja eigentlich nichts dunkler sein könnte als das Weltbild von Verschwörungstheorien, wo es eine kleine Gruppe von mächtigen Bösewichtern gibt, die im Verborgenen die Strippen zieht. Aber es sind halt menschliche Akteure. Das heißt, man kann sie entlarven und egal wie mächtig sie auch sein mögen, kann man sie zumindest theoretisch auch besiegen. Wenn man es mit Zufall zu tun hat, mit Chaos, ein Virus mutiert zufällig, springt zufällig über, kann zufällig, naja, nicht so ganz zufällig, dann nicht eingedämmt werden, aber da war auch Zufall im Spiel, ist das viel, viel schwerer. Oder wenn man es mit abstrakten Prozessen zu tun hat, Globalisierung zum Beispiel, wo fängt man da an? Das ist so komplex, weiß man gar nicht, wo man ansetzen soll. Bei Verschwörungstheorien ist das einfacher. Um es mit den Worten eines bekannten deutschen Verschwörungstheoretikers zu sagen, dessen Videos auf YouTube im letzten Frühjahr extrem populär waren, man muss Bill Gates nur in den Arm fallen und dann ist die Sache mit Corona vorbei. Wenn es so einfach wäre, dann müssten wir jetzt, glaube ich, hier uns nicht unsere Test- und Impfnachweise vorlegen, Masken tragen, dann hätten wir das lange hinter uns. So einfach ist es aber nicht. Und schließlich, das ist die letzte Funktion, die ich heute Abend betonen möchte, erlauben es Verschwörungstheorien denjenigen, die an sie glauben, vor allem aber denjenigen, die sie aktiv verbreiten,
in einer Situation, und das ist die Situation in der westlichen Welt noch immer, wo es nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, sich aus der breiten Masse herauszuheben. Man versichert sich der Besonderheit der eigenen Identität, denn man gehört ja zu einer kleinen Elite, die verstanden hat, was da wirklich vor sich geht, die die Augen geöffnet hat, die aufgewacht ist. Das sind Metaphern, die ganz wichtig sind für den verschwörungstheoretischen Diskurs. Die anderen, die laufen mit geschlossenen Augen durchs Leben. Das sind Schlafschafe. Schlafschafe ist die Übersetzung des englischen Sheeple, was in sich eine Zusammensetzung ist aus Sheep für Schaf und People für Menschen. Und man nimmt halt für sich in Anspruch, gerade kein Schlafschaf zu sein, sondern jemand, der begriffen hat, was da wirklich passiert und wer im Hintergrund die Fäden zieht. Deshalb glauben Menschen an Verschwörungstheorien. Warum verbreiten Menschen Verschwörungstheorien? Muss man sagen, zuallererst mal aus Überzeugung. Die allermeisten Menschen, die Verschwörungstheorien im persönlichen Gespräch verbreiten, in den sozialen Medien, in Buchform oder auch sonst wie, glauben wirklich, dass sie der Menschheit einen Dienst erweisen. Die denken, dass sie einer verborgenen, unterdrückten Wahrheit auf die Spur gekommen sind und dieser Wahrheit ans Licht verhelfen. Das ist der entscheidende Unterschied zu Fake News. Fake News ist gezielte Desinformation. Diejenigen, die in die Welt setzen, wissen, dass das nicht stimmt. Die tun es aber trotzdem, weil sie damit Verwirrung stiften wollen oder weil sie wissen, dass andere es glauben werden. Bei Verschwörungstheorien ist es aber so, dass diejenigen, die die Nachrichten aussenden, ganz oft glauben, dass das wirklich wahr ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass nicht Verschwörungstheorien auch aus anderen Gründen verbreitet werden. Zum Beispiel, um damit Geld zu machen. Der Mann, den Sie da auf dem Bild sehen, das ist Alex Jones. Da könnte man sagen, das ist der kommerziell wahrscheinlich immer noch erfolgreichste Verschwörungstheoretiker der USA. Jones hat ein ganzes Geschäftsimperium aufgebaut auf der Grundlage von Verschwörungstheorien. Wie hat er das gemacht? Der verkauft Ihnen nicht die Theorien, die kriegen Sie umsonst in seiner täglichen Radiosendung, die mehrere Stunden dauert und die Sie sich als Stream auch im Internet anschauen können. Er verkauft ihnen die angeblichen Gegenmittel gegen die vermeintlichen Strategien der Verschwörer. Also er erzählt ihnen zum Beispiel im Nachrichtenteil der Sendung, dass die Regierung Stoffe ins Wasser mischt, damit sie nicht mehr klar denken können. Dass sie so ein Schlafschaf bleiben. Und im Werbeblock hält er dann eine Dose mit Pillen in die Kamera, auf der steht Brainforce Plus, Gehirnkraft Plus, die angeblich diese Effekte ausgleicht, damit sie es schaffen aufzuwachen. Ist wenig drin, was ihnen schadet, nichts drin, was ihnen nutzt. Monatsdosis kostet $50. Das alles heißt nicht, dass Alex Jones nicht überzeugter Verschwörungstheoretiker ist. Das ist er, auch wenn er vor Gericht im Sorgerechtsstreit mit seiner Frau dann auf einmal argumentiert hat, er sei ein Performance Artist und das sei etwas, was er quasi nur machen würde, wenn er bei der Arbeit ist und wenn er dann nach Hause geht, dann würde er das alles zurücklassen. Das ist da aber auch nicht so wirklich geglaubt worden. Aber es ist ganz auffällig, Alex Jones konzentriert sich ganz oft auf Verschwörungstheorien, die er kommerziell ausschlachten kann und er neigt dazu, die Finger von denjenigen zu lassen, die er nicht ausschlachten kann und die ihm eventuell sogar gefährlich werden könnten. Also wo ihm zum Beispiel Anwälte im Nacken sitzen. Das heißt, bei allem Glauben ist da auch ganz viel Strategie im Spiel. Natürlich aber werden Verschwörungstheorien auch aus politischem Kalkül verbreitet. Unter anderem von dem Mann, den Sie da hinter mir sehen, Viktor Orbán, der ungarische Premierminister. Viktor Orbán, das haben die Journalisten von BuzzFeed vor ein paar Jahren mal sehr schön aufgearbeitet, hat eine Version einer sehr gefährlichen, aber sehr prominenten Verschwörungstheorie ganz bewusst erfinden lassen. Die Verschwörungstheorie ist die vom großen Austausch, wonach es eine angeblich gezielte Islamisierung Europas durch Migration gäbe. Und die Version, die er hat erfinden lassen, ist die, in der George Soros, der amerikanische Milliardär, hinter dem allen steckt. Die Journalisten von BuzzFeed haben ganz genau aufgearbeitet, wie ironischerweise jüdischstämmige Berater von Orbán sich das ausgedacht haben und sich Soros rausgesucht haben, weil er für viele Segmente der ungarischen Bevölkerung das perfekte Feindbild ist. Er hat ungarische Wurzeln, das plausibilisiert, dass er besonders in Ungarn aktiv ist und da Einfluss nehmen möchte. Er hat jüdische Wurzeln, das bedient den in der ungarischen Gesellschaft nicht nur latent vorhandenen Antisemitismus.
Er ist mittlerweile ein sehr reicher Amerikaner, der ganz viel Geld ausgegeben hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten für Stiftungen, für eine Universität, die in Budapest gegründet wurde und die er mittlerweile nach Wien umziehen musste. Und all diese Dinge machten ihn zum perfekten Feindbild für viele Ungarinnen und Ungarn. Das ist ein Fall jetzt, wo Fake News und Verschwörungstheorie komplett zusammenfallen, weil Orbán völlig klar war, dass das Schwachsinn ist. Er hat es aber trotzdem immer wieder verbreitet und tut es bis heute. Und dieses Feindbild Soros ist im Grunde sowas wie der Mythos, der die Fidesz-Partei von Orbán bis heute zusammenhält. In dem Projekt zu Verschwörungstheorien und Populismus, das ich leite, schauen wir uns auch Ungarn an. Ich habe eine Doktorandin, die an der CEU studiert hat und jetzt eben zu Ungarn arbeitet. Und wie alle populistischen Regimes holt sich Fidesz gerne Feedback. Die machen immer so Bürgerbefragungen. Da werden dann so Fragebögen versandt. Die Fragen sind komplett tendenziös gestellt, was dazu führt, dass ganz viele Leute, die nicht mit denen übereinstimmen, die schon gar nicht zurückschicken. Das wird aber nie erwähnt. Es wird nie gesagt, es sind nur 30% Rücklauf, sondern es wird gesagt, 95% stimmen mit der Regierungslinie überein. Und in der letzten Version dieses Fragebogens von vor ein paar Monaten, da finden Sie dann zum Beispiel die Frage, wie beurteilen Sie den Plan von George Soros für Ungarn? Da wird nicht gefragt, glauben Sie, dass es diesen Plan gibt, sondern wie beurteilen Sie diesen Plan? Das heißt, wenn Sie die Frage beantworten, kaufen Sie schon, dass es diese große Verschwörung, die von Soros gesteuert wird, gibt. Und insofern wird damit entsprechend Politik gemacht. Und es gibt also ganz gute, methodisch gute, quantitative Studien, die zeigen, dass 95% der Fidesz-Anhänger denken, dass George Soros wirklich hinter allem steckt, was in Ungarn an Bösem passiert. Wer ist jetzt besonders empfänglich für Verschwörungstheorien? Wir haben ja über das psychologische Profil schon so ein bisschen gesprochen, aber wie sieht es denn so soziodemografisch aus? Da muss man sagen, es ist völlig klar, Verschwörungstheorien gibt es bei Alten wie bei Jungen, bei Reichen wie bei Armen, bei Männern wie bei Frauen, bei Linken wie bei Rechten, wie bei politisch Moderaten und so weiter und so fort. Aber es gibt schon so ein, zwei signifikante statistische Unterschiede, die man über viele Studien hinweg sieht und die man auch zum Beispiel sieht, wenn man sich sehr eingehend qualitativ mit dem Thema beschäftigt. Erstens, das kommt nicht in allen quantitativen Studien zum Vorschein, aber in einer ganzen Reihe, und qualitative Forschung würde das immer sofort bejahen, Männer neigen eher dazu, an Verschwörungstheorien zu glauben als Frauen. Außer es geht um medizinische Verschwörungstheorien. Da verschwinden die Unterschiede. Also Chemtrails, Impfen, Corona, gleich auf. Großer Austausch, 9-11, sind die Männer deutlich weiter vorne dabei. Wie kann man das erklären? Gibt es zwei Möglichkeiten meiner Ansicht nach. Einerseits kann man sagen, dass dieses sich Versichern der Besonderheit der eigenen Identität vielleicht etwas ist, was immer noch wichtiger ist für männliche Identität, für traditionelle Formen von männlicher Identität als für weibliche Identität. Und daher, dass Verschwörungstheorien für Männer etwas attraktiver macht. Zweitens muss man sagen, dass natürlich Verschwörungstheorien oft Antworten sind, verschobene, falsche Antworten, aber doch Antworten sind, Reaktionen sind, Symptome sind von gesellschaftlichen Transformationsprozessen, die in den letzten Jahrzehnten natürlich gerade die Rolle von Männern und traditionelle Bilder, Männlichkeitsbilder in Frage gestellt haben. Also Verschwörungstheorien zur sogenannten neuen Weltordnung zum Beispiel sind ziemlich eindeutig Antworten auf Globalisierungsprozesse. Und was macht die Globalisierung, ganz platt gesagt, in Industrieländern? Sie sorgt dafür, dass gut bezahlte Arbeitsplätze verschwinden und durch eher prekäre Arbeitsverhältnisse ersetzt werden. Da wären wir bei den prototypischen weißen Männern ohne College-Abschluss im Mittleren Westen, die für Trump gestimmt haben 2016 und dann etwas weniger 2020. Und die natürlich in ihrer Versorger- und Beschützerrolle erschüttert worden sind durch diese Prozesse, die auf einmal nicht mehr so ein gutes Einkommen hatten, wo sie ihren Kindern Dinge ermöglichen konnten und ihren anderen Familienangehörigen Dinge ermöglichen konnten. Und die dann eben so einen Macht- und Kontrollverlust erleiden und dann eben bei Verschwörungstheorien landen. Und traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit sind halt ganz stark immer noch angebunden an solche Rollen wie Versorger und Beschützer.
traditionelle Vorstellungen von Weiblichkeit sind eher angebunden an so körperliche Dinge. Also wenn man Leute in Umfragen fragt, wie verliert man seine Weiblichkeit, dann sagen die, naja, wenn die Brust amputiert werden muss, wenn man Krebs hat oder wenn man keine Kinder bekommen kann. Aber auf Fragen wie verliert man seine Männlichkeit, wird oft auch geantwortet, wenn man seine Arbeit verliert, wenn man die Familie nicht mehr ernähren kann. Und insofern steckt das da eventuell dahinter. Zweite Tendenz, und das sehen wir wirklich eigentlich in allen quantitativen Erhebungen, die Neigung zu Verschwörungstheorien nimmt mit dem Bildungsgrad ab. Es gibt zwar sehr gebildete und sehr gut ausgebildete Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, aber es ist doch so, dass die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass jemand, der keinen Schulabschluss hat, Verschwörungstheorien glaubt und verbreitet, als jemand, der promoviert hat oder sogar habilitiert hat oder vielleicht sogar Professor ist. Auch das kommt vor, aber statistisch dann doch seltener. Wie kann man das erklären? Auch da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Das erste hat erstmal gar nichts zu tun quasi mit dem Bildungsgrad an sich, sondern mit der Position, die Sie erreichen, wenn Sie gut ausgebildet sind. Wenn Sie studiert haben in den meisten westlichen Gesellschaften, dann ist es so, dass Sie davon ausgehen können, deshalb ja auch die weißen Männer ohne College-Abschluss, dass sie später vielleicht einigermaßen ankommen im Leben, dass sie ein gesichertes Einkommen haben, vielleicht eine gescheite Altersvorsorge haben, dass sie das Gefühl haben, ich werde gehört, ich werde ernst genommen, die Politik interessiert sich für mich. Wenn Sie jetzt keinen Schulabschluss haben, in Deutschland zum Beispiel vielleicht von Hartz IV leben, dann haben Sie gar nicht unberechtigterweise oft den Eindruck, für mich interessiert sich eigentlich niemand. Und Sie leben viel, viel prekärer und dann haben Sie wieder diesen Macht- und Kontrollverlust und erklären sich das über Verschwörungstheorien. Die zweite Erklärung hat dann direkter mit Bildung zu tun. Und ich glaube, die beiden spielen irgendwie zusammen. Es ist so, je länger Sie auf der Schule sind, und vielleicht sogar auf der Uni sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie irgendwann mal irgendwo mit Erklärungsmodellen von gesellschaftlichen und politischen Prozessen in Berührung kommen, die Ihnen eine Alternative bieten zu diesen vielleicht intuitiv einleuchtenden verschwörungstheoretischen Erklärungen. Also Sie lernen vielleicht dann irgendwann mal irgendwo soziologische Habitustheorien kennen, die Ihnen erklären können, warum Menschen handeln, als hätten sie sich abgesprochen. Dabei haben sie sich gar nicht abgesprochen. Sie sind aber ähnlich sozialisiert worden, entstammen demselben Milieu, haben deshalb ähnliche Ziele, ähnliche Strategien, eine ähnliche Rhetorik und deshalb sieht es von außen so aus, als hätten sie im Hinterzimmer zusammengesessen. Mussten sie aber gar nicht. Die handeln auch so schon unisono. Dritte Tendenz, die ist etwas deutlich schwächer zu sehen in quantitativen Studien, aber auch in den qualitativen Arbeiten sieht man das dann vielleicht doch immer wieder mal. Die Neigung zu Verschwörungstheorien nimmt mit dem Alter erstmal zu und dann, wenn man ganz alt ist, auch wieder ab. Also ganz junge Menschen, ich bin auch viel an Schulen und es wird sich ja viel Gedanken gemacht darüber, die verbreiten vielleicht oft Verschwörungstheorien, die tun das aber gar nicht so sehr aus Überzeugung ganz oft, sondern eher um zu provozieren. Die wissen, damit können sie so eine Autoritätsfigur wie so ein Lehrer reizen und irgendwie in die Enge treiben, aber da ist das oft gar nicht so sehr gefestigt. Das ist eher so bei Menschen so, eher so ab 40, wo man sieht, dass sich das so richtig verfestigt, weil das vielleicht Leute sind, die dann diesen Macht- und Kontrollverlust eher erleben und die vielleicht auch nostalgisch sind. Ich glaube, Nostalgie ist ein ganz wichtiges Element. Das ist eine der Verschwörungstheorien sehnen sich ja immer zurück nach so einer Zeit vor der Verschwörung, nach so einer goldenen Vergangenheit, die es nie so richtig gegeben hat, die komplett verklärt wird. Das ist eine der vielen Parallelen zum Populismus. Und so nostalgisch ist man vielleicht eher mit 45 oder 65 als mit 15 oder 25. Was wir ganz gut wissen aus Studien ist, dass ältere Menschen leichter auf Verschwörungstheorien im Internet reinfallen. Das ist aber auch nicht schwer zu erklären. Wenn man mit diesem Medium aufgewachsen ist, dann kann man damit einfach ein bisschen besser umgehen, als wenn man das erst kennengelernt hat, wo man vielleicht irgendwie schon dem Rentenalter nahe war. Also ich stelle ja schon fest, dass ich viele Dinge im Internet und am Handy nicht mehr kann, die meine Hilfskräfte mit Links machen. Und ich denke immer noch, ich bin einigermaßen jung, aber mittlerweile werde ich da schon müde belächelt und da sieht man es dann. Okay, gehen wir konkreter zu Corona über. Was für Verschwörungstheorien gibt es eigentlich zu Corona? Ich habe zwei kleine Kinder, ich kann Ihnen sagen, die Corona-Krise war kein Zuckerschlecken.
Aber natürlich war sie für jemanden, der an dem arbeitet, woran ich arbeite, auch total spannend. Dass man quasi so in Echtzeit beobachten konnte, wie sich da die Dinge entfalten. Das ging so los im Januar 2020, also als die ersten Meldungen im Grunde durch die Presse gingen, dass es da so eine Lungenkrankheit gäbe in Wuhan und ein neues Virus, ging es halt auch in den einschlägigen Foren schon los. Was könnte das denn sein? Und das Spannende ist, dass man sich im deutschsprachigen Raum und viele österreichische Verschwörungstheoretikerinnen rezipieren auch wirklich so deutschsprachige, also auch Seiten, die aus Deutschland kommen, KenFM, Rubicon und so weiter, lange Zeit gar nicht so richtig einig war. Also KenFM gerade war so eine Plattform, wo ganz viele unterschiedliche Theorien nebeneinander gestellt wurden. Da schrieb dann so bis in den März hinein einen Tag einer, das ist eine chinesische Biowaffe, das soll die westliche Wirtschaft zerstören. Dann schrieb jemand, Quatsch, das ist 5G am nächsten Tag. Dann sagte jemand, das Virus gibt es gar nicht, weil Viren gibt es eh generell nicht. Das ist alles wieder nur Betrug. Dann schrieb jemand, es ist eine amerikanische Biowaffe. Und so ging das weiter. Und das Interessante ist, dass sich dann im deutschsprachigen Raum, vor allem aber in Deutschland, so ab Mitte März, als es in den ersten Lockdown geht, nicht eine bestimmte Version einer Verschwörungstheorie durchsetzt, aber doch zumindest die Annahme, dass das Virus entweder nicht existiert oder komplett harmlos ist. Man kann sich nicht darauf einigen, wer dahinter steckt, aber man kann sich darauf einigen, dass das alles ein großer Betrug ist. Hat vermutlich zu tun mit dem, was Wissenschaftler so das Präventionsparadox nennen. Dass Deutschland zum Beispiel von der ersten Welle nicht so wahnsinnig hart getroffen wurde. Also ich kannte bis weit in den Sommer niemanden, der Corona hatte. Und ich muss sagen, ich kenne bis heute nur um drei Ecken rum Leute, die wirklich an Corona gestorben sind. Andere Länder sind da ganz anders getroffen worden, Teile von Italien oder Frankreich. In Frankreich gab es auch im Jahr 2020 praktisch genauso viele Menschen, die an Corona-Verschwörungstheorien glaubten wie in Deutschland. Nur war da die dominante Version eine andere, nämlich diejenige, dass es sich um eine bewusst in den Umlauf gesetzte Biowaffe handeln würde. Das erklärt, mittlerweile hat sich das geändert mit der ganzen Impfskepsis, das erklärt aber, weshalb Sie 2020 große Demos in Deutschland sehen, aber nicht in Frankreich. Denn wenn Sie glauben, das ist eine gefährliche Biowaffe, werden Sie eine Sache bestimmt nicht tun. Sie werden nicht dicht an dicht mit wildfremden Menschen durch die Stadt marschieren, sondern bleiben Sie eher zu Hause sitzen. Und das haben französische Verschwörungstheoretikerinnen gemacht lange Zeit. Wie gesagt, in Deutschland einigt man sich darauf, es ist alles ein großer Betrug. Man einigt sich jetzt nicht unbedingt darauf, wer dahinter steckt. Für viele ist Bill Gates so ein Favorit, aber es gibt da durchaus andere Versionen. Das liegt daran, dass Corona, und das gilt eigentlich weltweit, eigentlich nicht so sehr neue Verschwörungstheorien generiert, sondern eigentlich vor allem angebaut wird an bereits existierende Verschwörungstheorien, quasi so als neuestes Kapitel, die neueste Strategie der Mächtigen, wer auch immer die sein mögen, um ihre Ziele durchzusetzen. Also es gab schon vorher Verschwörungstheorien zum Impfen. Es gab auch schon. Sie lassen mich ja nicht ausreden. Ich habe gesprochen, aber vielleicht hätte ich das noch klarer sagen sollen, über diese großen Demos, die zum Beispiel stattgefunden haben in Deutschland, dann so ab dem Sommer 2020. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass das im Frühjahr 2020 vollkommen anders aussieht. Ich habe eine Doktorandin, die arbeitet zu populistischen Bewegungen und Verschwörungstheorien in Deutschland. Die war zum Beispiel in Stuttgart auf ein, zwei Demos, auch auf der, wo Ken Jebsen da war. Und da muss man sagen, da haben Sie vollkommen recht. Und das gilt für andere Orte in Deutschland. Zu Österreich kann ich es nicht sagen. Ist wahrscheinlich genauso. Dann in ähnlicher Art und Weise. Das war eine ganz bunte Mischung. Da waren Menschen, die wir kannten von den Mahnwachen für den Frieden 2014-15, also überzeugte Verschwörungstheoretikerinnen. Da waren Jugendliche, die froh waren, dass mal wieder was los war und sie raus konnten. Da waren auch Menschen, die nicht verstehen konnten, warum die Bundesliga wieder spielt, aber sie ihre Angehörigen im Pflegeheim nicht besuchen durften. Das war eine ganz bunte Mischung. Und da kann man zu diesem Moment wirklich überhaupt nicht sagen, dass da alle Menschen Verschwörungstheoretikerinnen waren. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es verschiebt sich dann aber. Ab dem August, wo diese großen Demos in Berlin sind, die Sie vielleicht so vor Augen haben, 2. August und dann irgendwie 29. August, dann in den Herbst hinein, ist es also wirklich so, dass diejenigen, die ihre Angehörigen besuchen wollten, die nur mal schauen wollten und so weniger und weniger werden und diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, mehr und mehr werden.
Das ist ganz eindeutig. Da gibt es auch mittlerweile ziemlich gute und auch belastbare Forschung dazu, dass also im Grunde Verschwörungstheorien der Kitt dieser sehr bunten Bewegung waren. Warum die so bunt waren, das erkläre ich Ihnen gleich. Da komme ich jetzt wieder zu dem rück, was ich gerade am Sagen war eigentlich, bevor Sie Ihre Zwischenfrage gestellt haben. Nämlich, dass die Verschwörungstheorien gar nicht neu sind, sondern quasi, dass es schon vorher die Theorien gab, an die Corona angebaut wird. Also zu Bill Gates und zum Impfen und zu 5G und zur angeblichen Abschaffung des Bargelds. Und was passiert durch Corona? Wir sollen alle immer mit der Karte zahlen. Also zumindest in Deutschland war das überall. Also ich vermute hier ganz ähnlich. Dazu, dass uns die Grund- und Menschenrechte weggenommen werden sollen. All das gab es schon vorher und Corona wird jetzt da angebaut. Und das erklärt dann diese bunte Mischung, die wir auf den Straßen sehen, weil die Leute aus den unterschiedlichsten Milieus, aus den unterschiedlichsten ideologischen Ecken kommen. Die hatten vorher ganz unterschiedliche, nicht unbedingt kompatible Verschwörungstheorien und jetzt können sie sich auf Corona einigen. Und deshalb kommen sie zusammen und wie bei den Mahnwachen für den Frieden werden Corona-Verschwörungstheorien so ein Kit für diese Bewegung, die wir da auf den Straßen sehen. Dieses Anbauen an existierende Verschwörungstheorien sehen wir in anderen Ländern ganz genauso, zum Beispiel in Nigeria, wo es immer wieder Konflikte gibt zwischen der christlichen und der muslimischen Gemeinschaft, ist es so, dass in der muslimischen Gemeinschaft die Theorie zirkuliert, das ist ein Komplott der Christen, um quasi die Muslems unfruchtbar zu machen und zu reduzieren. In Iran können Sie dreimal raten, wer dahinter steckt, ist natürlich ein zionistisches Komplott an, bei dem die USA beteiligt sind, wie alles, was da immer wieder dann so Schlechtes passiert in den letzten Jahrzehnten. Das heißt ganz typisch. Übrigens nicht mal die in Deutschland und Österreich so weit verbreitete Vorstellung, das ist ja alles harmlos, wenn es denn überhaupt existiert, ist in sich neu. Das kennen wir aus AIDS-Verschwörungstheorien aus den 1980er Jahren aus den USA und aus Verschwörungstheorien zu Ebola aus den 2000ern auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist ganz typisch für Verschwörungstheorien, es wird immer recycelt und neu zusammengesetzt. Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Baukasten oder wie so ein modularisiertes System und dann kann man immer wieder aufeinander aufbauen und anbauen. Wie gefährlich ist das jetzt? Und lassen Sie mich ganz klar sagen, nicht alle Verschwörungstheorien sind gefährlich. Und beileibe nicht alle Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind gefährlich. Da wird oft über einen Kamm geschoren. Ich gehöre auch ganz stark, wenn Klaus Oberhauser schon mal hier war, wird er das auch ganz stark gesagt haben, also zu der großen Zahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das, was so im öffentlichen Diskurs manchmal zirkuliert, nur mit Kopfschütteln sehen, wenn nämlich gesagt wird, alle Verschwörungstheorien sind immer extremistisch und antisemitisch. Das stimmt einfach nicht. Aber Verschwörungstheorien können sehr problematisch sein, können sehr problematische Auswirkungen haben. Und im Grunde kann man so drei Bereiche identifizieren und wir sehen das alles auch bei den Corona-Protesten, zumindest in Ansätzen. Erstens, Verschwörungstheorien können ein Katalysator für Radikalisierung sein und können zu Gewaltausübung führen. Das ist ja fast logisch, wenn man mal nachdenkt, was Verschwörungstheorien machen. Wenn man zu der Überzeugung kommt, es gibt da ein großes Komplott vor meiner Haustür, das ich erkannt habe, kann man sich berechtigt, aber eventuell sogar verpflichtet fühlen, da einzugreifen in diesen Kampf. Und dann greift man eventuell zur Waffe und dann wird es gefährlich, dann sterben Menschen und es werden Menschen verletzt. Das haben wir in Christchurch in Neuseeland gesehen bei den Anschlägen auf die Moscheen. Das haben wir in Halle gesehen vor 2 Jahren bei dem Anschlag auf die Synagoge. Das haben wir vor 10 Jahren in Norwegen gesehen bei Anders Breivik. Übrigens immer Männer, natürlich. Und wir haben es gesehen in Ida Oberstein in Deutschland vor ein paar Wochen, als ein Mensch, der offensichtlich an Verschwörungstheorien aus dem Querdenken-Milieu glaubte, einen Tankwart erschossen hat, der ihn darauf hinwies, dass er doch bitte eine Maske tragen solle, wenn er da in der Tankstelle einkauft. Wir hatten auch vorher in Deutschland zum Beispiel schon Anschläge auf das Paul-Ehrlich-Institut. Es gab eine mysteriöse Anschlagsserie in Berliner Museen, wo bestimmte Kunstwerke mit so einer öligen Substanz beschmiert worden sind, Kunstwerke, die in so satanistisch angehauchten Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Das heißt, das Potenzial ist da auf jeden Fall da und die Sache von Ida Oberstein hat jetzt also jemanden wie mich nicht wirklich überrascht. Es ist immer schrecklich, wenn sowas passiert, aber letztendlich war eigentlich abzusehen, dass es passieren wird und man kann nur hoffen, dass es jetzt, wo natürlich Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, sich immer weiter in die Enge gedrängt sehen, nicht noch häufiger passiert. Zweitens, medizinische Verschwörungstheorien können gefährlich sein, denn wenn man etabliertes medizinisches Wissen leugnet, als Teil einer Verschwörung abtut,
dann läuft man Gefahr, sich und andere zu gefährden. Denn wenn ich denke, ich brauche keine Maske, muss keinen Abstand halten, dann trage ich das Virus eventuell weiter und wir wissen alle, wie das läuft. Dann stecke ich jemanden an, der schwer erkrankt irgendwann oder jemanden, der sogar vielleicht stirbt. Auch das haben wir gesehen bei den Corona-Protesten. Es gibt mittlerweile Arbeiten, die zeigen, dass also zum Beispiel die Demonstrationen des Herbstes in Deutschland die Pandemie angeheizt haben in den Landkreisen, aus denen Busse zu diesen Demonstrationen gefahren sind. Und drittens können natürlich Verschwörungstheorien eine Gefahr für die Demokratie werden. Wenn ich zu der Überzeugung gelange, das ist alles nur Lug und Trug, ich lebe gar nicht mehr in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur. Es ist wieder 1933, das ist eine Überzeugung, die weit verbreitet ist im Querdenkenmilieu mittlerweile. Und irgendwann wird man mir nur die Wahl lassen, mich impfen zu lassen oder ins Gas zu gehen. Es gibt wirklich Leute, die das fest glauben, mit denen ich auch E-Maile seit vielen Jahren. Dann kann man sich natürlich motiviert fühlen, gegen diese vermeintliche Demokratie, diese angebliche Scheindemokratie vorzugehen. Und dieses sich gegen die Demokratie positionieren ist eben auch was wir im Querdenkenmilieu mittlerweile sehen. Gott sei Dank sehen wir das hier alles nur in Ansätzen und noch nicht so ausgeprägt, aber Sie müssen nur in die USA schauen, 6. Januar diesen Jahres, da haben Sie all diese drei Dimensionen zusammenkommend mit ganz anderen Auswirkungen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als Amerikanist, wenn ich auf die USA schaue und den Einfluss von Verschwörungstheorien da, wo eine Partei sich mehr und mehr diesen Theorien verschreibt, sei es aus Überzeugung, sei es aus Strategie, wird mir Angst und Bange, muss ich sagen. Was mich positiver stimmt, wenn wir dann auf Deutschland und auch Europa und auch auf Österreich vielleicht schauen, wobei Österreich so eine interessante Position einnimmt, dazu gleich noch was, ist, dass Verschwörungstheorien, ich habe es ja schon angedeutet, nicht wirklich zunehmen, auch wenn es uns anders vorkommt. Es gibt in der quantitativen Forschung seit mehreren Jahren den Versuch, eine sogenannte Verschwörungsmentalität zu messen. Das heißt, eine allgemeine Tendenz zu Verschwörungstheorien zu identifizieren. Da legt man den Leuten immer so recht allgemeine Aussagen vor. Also man fragt nicht nach bestimmten Verschwörungstheorien und schaut dann, stimmen die zu, stimmen sie teilweise zu, lehnen sie es ab und so weiter und so fort. Die Zahlen, da haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie viel in der deutschen Medienlandschaft unterwegs sind, kennen Sie die, weil diese erste Zahl, fast jeder zweite Deutsche glaubt an Verschwörungstheorien, so wurde das dann öfter berichtet, aus der Mitte-Studie 2019, natürlich so einen gewissen Schockfaktor hat. Muss man sagen, diese Aussage ist Schrott, die da den Leuten vorgelegt wird. Einfluss ist was anderes als die totale Kontrolle, die Verschwörungstheorien normalerweise behaupten. Und wir wissen mittlerweile, viele Leute denken da an sowas wie Lobbyismus zum Beispiel, was mit Verschwörung erstmal nichts zu tun hat. Die zweite Aussage ist besser, die mit den Marionetten, das ist eindeutiger verschwörungstheoretisch. Und dann sind wir so bei einem Drittel, das ist das, was andere Studien auch finden. Also in Deutschland konnte man so sagen, so zwischen 2015, wo man das erstmal misst und Beginn der Corona-Pandemie, ein Drittel der Deutschen hat vielleicht so eine generelle Neigung zu Verschwörungstheorien. Von diesem Drittel ist es ein Drittel, also so 10-12% der Bevölkerung, die wirklich fest an Verschwörungstheorien glauben. Bei den anderen ist das dann gar nicht so stark ausgeprägt. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel historisch. Hätten Sie diese Umfragen vor 100, 200 Jahren gemacht, als es noch völlig normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben und auch intellektuelle und kulturelle und politische Eliten das taten, hätten Sie sicherlich mehr als 90% Zustimmung gehabt. Das Tolle an der Mitte-Studie ist, dass die alle 2 Jahre rauskommt und immer wieder in denselben Aussagen arbeitet. Merken Sie sich 45,7, 32,7. Hier sind die Ergebnisse von 2021, Daten erhoben im Frühjahr 2021. Wenn wir dieser Studie glauben, hat die Neigung zu Verschwörungstheorien in Deutschland während der Corona-Pandemie signifikant abgenommen. Jetzt kann man sagen, naja, so richtig überzeugte Verschwörungstheoretiker nehmen vielleicht nicht mal an diesen Studien teil. Stimmt bestimmt, erklärt aber, glaube ich, nicht diesen massiven Rückgang. Kann man auch sagen, die Leute sind einfach gerade bei der ersten Aussage sensibilisierter. Die wissen, da wird nicht nach Lobbyismus gefragt, da wird nach Verschwörungstheorie gefragt. Stimmt sicherlich auch. Erklärt aber vielleicht auch nicht diesen brutalen Rückgang. Ich bin trotzdem skeptisch, ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Ich bin ja jemand, der qualitativ arbeitet bei diesen quantitativen Erhebungen. Aber ich glaube, was wir eindeutig sagen können, ist, die Zahl nimmt auf jeden Fall jetzt nicht zu, wie es uns manchmal vorkommt. Und andere Studien, Hans-Böckler-Stiftung, Leipziger Autoritarismus-Studie, Konrad-Adenauer-Stiftung, alle Daten lange nach Beginn der Pandemie erhoben, exakt selbes Ergebnis. Keine Zunahme. In Österreich ist es ganz ähnlich. Da gibt es, wie gesagt, weniger Zahlen, aber
Es ist so, dass man auch da ein paar Studien hat, das ist aus der Studie Voices of Central Europe, wo Österreich dann im Vergleich zu Ungarn, Polen und so weiter hervorragend abschneidet, kann man ganz ähnliche Dinge sagen. Ich glaube, diese erste Aussage, die österreichische Gesellschaft erlebt eine langsame und geheime Islamisierung, ist auch ein bisschen vager als so andere Dinge dann wieder zum Beispiel. Auch das muss man nicht unbedingt verschwörungstheoretisch verstehen, wie diese 17%, die da sehr zustimmen und die 24%, die eher zustimmen. Die zweite Aussage ist wieder direkter verschwörungstheoretisch. Das Weltgeschehen wird nicht von gewählten Regierungschefs entschieden, sondern von geheimen Gruppen, die auf die Einrichtung einer totalitären Weltordnung abzielen. 7% eher, 15%, also 7% sehr, 15% eher. Das heißt, man sieht, die Zahlen sind gar nicht so unterschiedlich von Deutschland. Und die Uni Wien hat jetzt im Verlauf der Pandemie Dinge erhoben, das ist auch aus dem Frühjahr 2021, das ist so ein bisschen klein, aber das Rote ist im Grunde die starke Zustimmung zu Verschwörungstheorien, das eher so Orangene vielleicht ist dann so, man ist sich eher sicher, dass das richtig ist und man sieht auch da sind die Prozentzahlen, haben sich nicht radikal verändert. Das heißt, wir sind auch da ungefähr so, wie wir in Deutschland sind. Als ich neulich sagte, naja, es ist ja fast weniger als in Deutschland, hat meine Doktorandin zu Österreich arbeitet, das Gesicht verzogen, sie liest die Zahlen, glaube ich, anders, aber es ist jetzt nicht so, dass es so radikal viel mehr ist, wie zum Beispiel in den USA, wo wir sagen können, jeder zweite Mensch glaubt an Verschwörungstheorien zu einem gewissen Grade, je nachdem, welche Studie wir uns jetzt anschauen. Also wir haben auch in Österreich keine radikale Zunahme. Es kommt uns aber anders vor. Warum? Ich glaube, das liegt daran, dass Verschwörungstheorien natürlich im Alltag viel präsenter geworden sind. Und das liegt daran, dass man sich zu Corona positionieren muss. Die allermeisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, wissen, dass ihr Umfeld das nicht unbedingt tut und behalten ihre Erkenntnisse durchaus auch für sich auf der Arbeit oder sonst wo, weil sie auch Interesse haben an einem normalen Verhältnis zu den Menschen, mit denen sie im Chor singen oder Fußball spielen. Und selbst Familien können ein Thema wie Impfen wunderbar vermeiden unter normalen Umständen bei Familienfeiern. Aber wenn es jetzt darum geht, können wir uns überhaupt treffen, unter welchen Bedingungen können wir uns treffen, wo und zu wie vielen, dann sprechen natürlich auch diejenigen, die sagen, ich glaube, das ist alles nur Schwachsinn, da wird uns was vorgegaukelt. Und dann sieht man auf einmal Cousin XY oder Tante so und so glaubt an Verschwörungstheorien. Stimmt, hat er oder sie aber wahrscheinlich schon vorher getan. Man wusste es nur nicht. Und hinzu kommt noch ein zweiter Faktor. Das Bedrohungsszenario für den Einzelnen ändert sich ein bisschen. Wie gesagt, Verschwörungstheorien zu Corona sind nicht neu. Die bauen an bereits existierende Verschwörungstheorien. Aber man ist auf einmal selbst Ziel der Verschwörung. Es geht einem an die eigenen Rechte. Man kann gewisse Dinge nicht tun, muss eine Maske tragen und so weiter. Wohingegen, wenn ich meine, ich habe begriffen 9-11, das waren Bush, Cheney und Rumsfeld, hat keinerlei Einfluss auf meinen nächsten Tag und wie ich meinen normalen Tagesablauf gestalte. Corona hat das und wenn ich denke, das ist eine Verschwörung, dann spreche ich darüber. Ich bin emotionalisiert, ich bin mobilisiert. Deshalb mehr sprechen darüber, mehr Konflikte im Alltag, aber insgesamt nicht unbedingt eine Zunahme. Und daher meine Hoffnung, dass Corona, wenn es dann, die Stimmen mehren sich ja, also selbst Karl Lauterbach, der in Deutschland erschreckend oft recht hat und erschreckend pessimistisch ist, meint, nächstes Frühjahr ist die Sache durch. Wir werden irgendwann den Zeitpunkt erleben, wo die Maßnahmen alle aufgehoben werden und auch diejenigen, die nicht geimpft sind, nicht gefragt werden und schief angesehen werden, warum sie das denn nicht sind. Und dann wird Corona vom letzten zum vorletzten Kapitel dieser Verschwörungsnarrative werden. Und es wird das letzte Kapitel wird hoffentlich eins sein, wo man sich nicht im Alltag ständig dazu positionieren muss. Und dann werden wir den Eindruck haben, dass es weniger geworden. Die Leute glauben aber vermutlich weiterhin die allermeisten an Verschwörungstheorien. Wir kriegen es dann nur nicht mehr so mit. Aber, letzter Punkt, was kann man denn machen, damit vielleicht mittelfristig der Glaube an Verschwörungstheorien wirklich abnimmt? Ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge, die man beachten sollte. Erstens mal nicht in Panik geraten. Also ich wollte eigentlich so ein was finden, so ich, wenn Sie den Roman kennen von Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, also wo auf dem Einband der Encyclopedia Britannica steht, keine Panik und deshalb verkauft sich das, nein, auf dem Einband des Anhalters steht das, deshalb verkauft er sich besser als die Encyclopedia Galactica, weil er eben so was Beruhigendes hat. Ich glaube, das gilt auch für den Umgang mit Verschwörungstheorien. Wir sind in Deutschland und ich glaube, in Österreich ist es jetzt nicht so ganz radikal anders, können wir in der Diskussion noch genauer darauf eingehen, in einer Situation anders als in den USA oder in Ungarn,
wo es noch nicht so absolut um sich greift und vielleicht noch nicht eine direkte Gefahr für unsere Demokratie ist, wenn man sich das ganze große Ganze anschaut. Deshalb kann man darüber nachdenken, wo setzt man an, was macht man denn? Und ich glaube, es gibt verschiedene Säulen, wo man ansetzen kann. Bildung ist ganz, ganz wichtig. Aufklärung ist wichtig. Das hatten wir ja vorhin schon korreliert negativ, also mit dem Bildungsgrad. Wir wissen aber auch, hören wir vielleicht gleich noch mehr dazu, Pre-Bunking ist viel besser als Debunking. Wenn jemand mal an Verschwörungstheorien glaubt, ist es verdammt schwierig, die Leute da rauszuholen. Aber wenn man Menschen aufklärt über das Funktionieren von Verschwörungstheorien im Allgemeinen und die Argumente bestimmter Verschwörungstheorien, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie an diese Verschwörungstheorien oder Verschwörungstheorien generell glauben. Das heißt Aufklärungsarbeit in Schulen und so weiter, aber vielleicht auch in Betrieben, Männer über 40, über Gewerkschaften und so weiter, ist, glaube ich, als ich das mal in einem Interview gesagt habe mit den Männern über 40, da schrieb mir danach einer, naja, das ist ganz leicht zu erklären, das sind die Einzigen, die noch klar denken können. Frauen konnten das nie und junge Männer können das auch nicht mehr. Habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich es. Also Aufklärungsarbeit. Gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, dass es gute Infos im Internet gibt, gute Debunking-Seiten, Mimikama in Österreich, ausgezeichnete Seite, Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks, ausgezeichnet. Aber es ist jetzt nicht so leicht, da bestimmte Dinge zu finden. Also für Deutschland zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass die Bundeszentrale für politische Bildung eine zentrale Webpräsenz aufbaut, wo die Dinge gut widerlegt werden und wo zeitnah aktualisiert wird, dass man da hingehen kann, um sich zu informieren und zu wissen, was wirklich los ist und wo man diejenigen hinschicken kann, die damit in Berührung kommen, aber noch nicht so richtig dran glauben, weil die kann man mit den Fakten noch erreichen, wo man sagen kann, da verlinke ich dich hin. Ich spreche manchmal mit den mit Leuten, also Vertretern der großen Netzwerke aus den USA, die sagen, naja, was gut funktioniert hat in der Corona-Pandemie, das waren so Warnhinweise und Filter und Links zum Robert-Koch-Institut, zur WHO und so weiter. Aber wen verlinken wir denn bei anderen Verschwörungstheorien? Wo ist da die zentrale Instanz? Das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch ein Beratungsangebot für Betroffene. Nicht unbedingt direkt für diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, die nehmen das nicht so wahr, aber deren Familienangehörige zum Beispiel oder deren Freunde. Man kann viele Hinweise dazu geben, wie man mit denen redet oder nicht redet. Ingrid Brudnick hat ein Buch dazu geschrieben, das ich ganz gut finde. Aber nichts ersetzt das Sprechen mit einem Spezialisten, der auf den konkreten Fall schauen kann und sagen kann, da würde ich dir raten, zieh dich zurück. Da würde ich dir sagen, investiere, versuch so etwas. Das gibt es viel zu wenig. Ich sitze im Aufsichtsrat, nicht Aufsichtsrat, wissenschaftlichen Beirat, Advisory Board, einer Beratungsstelle für Verschwörungstheorien, Veritas in Berlin. Die machen ganz tolle Arbeit. Richtig toll. Die haben eine ganze Stelle. Und die hat das Land Berlin jetzt gestrichen für das nächste Jahr, nachdem sie gerade angefangen haben. Das ist bei all dem Gerede in der Politik darüber, wie man damit umgeht, kann ich das nicht verstehen. Weil das kostet nicht so viel. Wenn ich verstehe es, dass Politiker nervös werden, wenn ich sage, ja, wissen Sie, das hat auch was mit sozialer Ungleichheit zu tun und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das kostet richtig viel Geld, da was zu machen. Und da werden die nervös. Aber so ein paar hunderttausend Euro für eine Beratungsstelle sollte man schon haben. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass man in den Fällen, wo Verschwörungstheorien wirklich gefährlich sind und gegen Recht und Gesetz verstoßen, den Holocaust leugnen, zu Gewalt aufrufen und so weiter, auch konsequent dagegen vorgeht. Ich kann nicht verstehen, warum jemand wie Attila Hildmann so lange diese Dinge sagen und verbreiten konnte, die er verbreitet hat und sich dann in die Türkei absetzen konnte. Das ermutigt Menschen, die Verschwörungstheorien glauben. Wenn man sich anschaut, wie darüber im Netz kommuniziert wird, ist ganz eindeutig, dann hat man das Gefühl, naja, eigentlich ist doch die Polizei auf unserer Seite. So wie man das auch bei den Demos hatte, wenn quasi dann die Gegendemonstranten aus dem Weg geräumt wurden und man die Leute, obwohl sie keine Maske getragen haben, keinen Abstand gehalten haben, hat weiter demonstrieren lassen. Das hat dazu geführt, dass die den Eindruck hatten, eigentlich sind die Polizisten auf unserer Seite. Das heißt, ich glaube, man muss an verschiedenen Ecken ansetzen und dann hätte man mittelfristig auch die Chance, dass das abnimmt, in Deutschland genauso wie in Österreich. Denn wenn die Leute da mal drin sind, und dazu hören wir jetzt dann was, dann ist es verdammt schwierig, da rauszukommen. Das war mein Teil. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion, ich freue mich auf den nächsten Teil und ich freue mich auf mein Bier. Wollte ich noch mal daran erinnern. Applaus